Doch was Hamburgs Politiker wirklich beschäftigt, ist etwas anderes. Dieses Pixi-Buch für Dritt- bis Fünftklässler erregt seit Wochen die Gemüter aller Fraktionen. An vorderster Front der Pixi-Kritiker Kersten Artus von den Linken. Ihr Vorwurf? Das Buch strotzt vor Diskriminierung, Sexismus und Rassismus. Neberhard Gütschlü von der GAL stößt ins gleiche Horn. Auch sie wittert Diskriminierung, Sexismus und Rassismus. Auf den ersten Blick ist davon wenig zu erkennen, doch der politisch Korrekte sieht das Problem sofort. Es fehlen Menschen mit anderer Hautfarbe. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel erklären von diesem afrikanischen Kind, das mich fragte. Das hat in seiner Broschüre eines dieser Kinder übergemalt, einfach braun übergemalt und sagte so, jetzt passt's. Der fehlende Multikulti-Faktor zieht sich durch alle Seiten. Sogar bei der Wahl des Klassensprechers gibt es einen skandalösen Fall von rassistischer Ausgrenzung. Hier ist zum Beispiel sehr deutlich erkennbar, dass kein ausländischer Name vorkommt. Ich hatte erzählt, mich sprachen Kinder an, unter anderem ein türkischer Junge sprach mich mal an und sagte, ich war Klassensprecher, wieso ist das hier nicht drinne? Noch schlimmer ist das Pixi-Familienbild. Für die emanzipierte Politikerin ein Horrorszenario. Dort sitzt die Mutter, die Kinder sitzen rechts und links von ihr und der Vater sitzt gegenüber. Das ist ein sehr traditionelles Bild, das vermittelt erstmal, es gibt Mami und Papi in der Familie und Mami spricht mit den Kindern und gegenüber dem Vater. Das ist eine sehr traditionelle Situation. Doch nicht nur die Bilder schockieren. Der Text, ein frauenfeindliches Machwerk männlicher Dominanz. Und wenn wir uns die Sprache angucken, es ist euer Schulleiter, es sind die Bewohner. Die Bewohnerinnen oder der Schulleiter fällt raus, der Wähler. Also das durchzieht wirklich das ganze Buch, dass die Sprache nicht gegendert ist. Es gibt jede Menge Schulleiterinnen und für die Kinder ist das eben sehr wichtig auch, dass es auch eine Schulleiterin gibt, weil ihre Schulleiterin ist eine Frau. Verantwortlich für das Pixi-Buch ist, Sie ahnen es schon, ein Mann. Er muss den Schlamassel nun ausbaden, zeigt sich aber lernbereit. Bei den Abgeordneten werden wir es so machen, dass wir eben einen Abgeordneten mit schwarzer Hautfarbe zeichnen, einfach um Migrationshintergrund nochmal zu zeigen. Bedauerlich nur, dass der Gender-Aspekt nicht berücksichtigt wurde. Genauso wie bei der Gestaltung dieses Rätsels. Auch hierbei sind Herrn Wiesner haarsträubende Fehler unterlaufen, die dringenden Handlungsbedarf erfordern. Da geht es auch nochmal einfach um das Verhältnis Jungs und Mädchen von der Anzahl her, dass wir eben hier bisher drei Jungs haben und Rick lässt sich relativ einfach mit einem Federstrich mit einem Zopf ausstatten und der wird dann die Svetlana, sodass wir eben auch wieder Migrationshintergrund und auch die Geschlechterfrage dann da auch wieder gleich ein bisschen verbessert haben. Aber das ist zum Beispiel auch meine Kritik, sie soll Zöpfe kriegen, aber nicht alle Mädchen haben Zöpfe, auch Kinder mit kurzen Haaren sind Mädchen.